Franz Veit produziert seit über 100 Jahren hier am Standort in Hirschheid Kassenrollen. Kassenrollen hat jeder von uns täglich in der Hand mit dem Einkaufskupon. Unser Kernmarkt ist Mitteleuropa mit der Kundenstruktur der Retailer, Lebensmitteleinzelhandel, Food, Non-Food, Großhandel. Hier am Standort sind 200 motivierte Mitarbeiter. Wir versenden täglich 250 oder mehr Paletten. Wenn wir eins nicht haben, dann ist es Platz. Wir haben so viel Ware in der Fertigung, dass wir einfach dafür Sorge tragen mussten, die Flächen freizuräumen, damit die Mitarbeiter sicher zu ihren Maschinen kommen. Wir haben wiederkehrende Ware, die immer wieder von den Maschinen kommt. Es hat sich sehr schnell gezeigt, dass das ideal für eine Automatisierung ist. Für uns war es sehr wichtig, an unseren räumlichen Gegebenheiten nichts zu verändern, zum Beispiel Spiegel aufhängen oder den Boden aufräsen. So haben wir ein Fahrzeug gesucht, was frei im Raum navigieren kann und sind bei Linde fündig geworden. Wir bräuchten eigentlich zwei Fahrzeuge, um die Mengen aus der Fertigung auch zu kriegen. Und das führte zum nächsten Problem. Wir haben einfach schlicht und ergreifend keinen Platz. Und somit ist ein Begegnungsverkehr in der Halle nicht möglich. Wir haben das Problem so gelöst, dass wir die Aufgaben geteilt haben. Eine Maschine oder ein Fahrzeug holt die Paletten aus der Fertigung, bringt sie zum Stretcher. Ein anderes Fahrzeug übernimmt die fertigen Paletten vom Stretcher und stellt sie auf einen Pufferplatz. Ab hier geht es wieder mit den Menschen weiter. Apropos Menschen, wir haben von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt, dass unsere Mitarbeiter in dem Projekt Automatisierung mit einbezogen wurden. So ist es heute, dass an jeder Abholstation oder an allen relevanten Punkten Mitarbeiter geschult sind, mit dem Gerät umzugehen. Die Elmatik wissen, wenn sie zum Ladegerät fahren müssen, ansonsten fahren sie rund um die Uhr, auch nachts. Für uns ist es natürlich sehr angenehm, dass auch die automatisierten Fahrzeuge durch den gleichen Servicetechniker betreut werden, der für die Staplerflotte zuständig ist. Ich betreue den Kunden hier schon seit etlichen Jahren, weswegen dann für mich auch der logische Schritt war, mich weiterzubilden, als der Kunde gesagt hat, er hätte gerne die Automatisierung, um den Kunden eben vollumfänglich zu betreuen, nachdem ich den Rest auch schon betreut habe die ganze Zeit und der Kunde und ich ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben. Wir haben bereits heute festgestellt, dass wir nach einem Jahr schon die Betriebszeiten auf den Fahrzeugen haben, die die menschbedienten Fahrzeuge erst nach 4 Jahren erreichen. Zur Standortsicherung investieren wir weiterhin in Automatisierung und auf der anderen Seite wollen wir weiterhin ein innovativer und starker Partner für unsere Kunden sein.